Damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Ein neues Abenteuer erwartet uns und angeblich sind Gozetsu und die ehemalige Statthalterin von Doma hier in Kugane gesichtet worden. Und ja, es wird Zeit, dass wir jetzt auch mal auf den Spur gehen. Anscheinend hat ein Pfandleiher ein Schwert bekommen, das von Gozetsu stammen sollte. Alfino? Alfino will dem Pfandleiher auf der Kugane Dori einen Besuch abstatten. Jetzt müssen wir noch den Pfandleiher finden. Sein Geschäft heißt Shufuku und soll auf der Kugane Dori sein. Da herrscht immer ein reger Betrieb. Am besten wir suchen jeder auf eigene Faust und treffen uns, wenn jemand fündig geworden ist. So, wir sind jetzt auf der Kugane Dori und hier irgendwo müsste dieser Pfandleiher sein. Reden wir erstmal hier mit den schmeichelnden Pfandleierinnen. Ein Rudergirn in Begleitung einer Dame? So ein wundervolles Paar hätte ich mir, habe ich in letzter Zeit leider nicht zu meinen, so ein wundervolles Paar habe ich leider in letzter Zeit nicht zu meinen Kunden zählen können. Du scheinst mir auch eine schillernde Persönlichkeit zu sein. Möchtest du nicht einmal mein Sortiment umsehen? Nicht wirklich. Das war nicht die richtige Pfandleiherin. Such weiter, bis du den Inhaber von Pfandhaus Shofuku gefunden hast. Okay. Da, der Ruppige, der könnte der richtige sein. Wen soll ich gesehen haben? Ich bin Pfandleiher und Kavamissensuchdienst. Sieh doch mal in den Kanälen von Sonji Himachi nach. Da werden immer wieder welche rausgefischt, die ihren Rausch auf den Straßen ausschlafen wollten, nachdem sie sich mit schönen Frauen vergnügten. Aber, vergnügt haben. Einen schönen Tag noch. Das war auch nicht der Richtige. So, ein ehrlicher Pfandleiher. Oh, ehrliche Pfandleiher sind immer die richtigen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen. Willkommen in Pfandhaus Shofuku. Wie kann ich euch dienen? Ja, so, also... Ja, ich habe neulich einen Katana erworben. Von einem echten Samurai, versteht sich. Ich muss sagen, er war eine imposante Erscheinung. Stattlich sogar für ein Rudergehen. Wartet, ich hole es hervor. Das ist also Pfandhaus Shofuku? Gut gemacht, Tara. Dann wollen wir uns mal das Schwert betrachten. Ich habe keine Zweifel. Das ist Gozetsus Katana. Ein prächtiges Exemplar, nicht wahr? Es ist das beste Stück in meinem Sortiment. Die Pfandfrist ist bereits verstrichen, ohne dass sich der Eigentümer wieder gemeldet hat. Ihr könnt es also gerne erwerben. Doch ich muss euch warnen. Ich habe nicht vor, es für ein paar Münzen zu verschachern. Dieses Schwert hat bereits als Ausstellungsstück einen großen Wert für mich, denn es zieht Kundschaft an. Viel Geld habe ich nicht. Aber ich kann unmöglich zulassen, dass es jemand anderes kauft. Lass mich das übernehmen. Ich habe mehr Gil, als ich ausgeben kann. Das stimmt nicht wirklich, aber... Das kann ich unmöglich annehmen. Ein Ninja hat schließlich auch ihre Ehre. Wir wissen, dass wir wissen wollten. Das ist genug. Einen Augenblick. Wie wäre es, wenn der Bund den Kaufpreis übernehmen würde? Vielen Dank, Alfino. Aber hat Tataru nicht ein strenges Auge auf die Ausgaben? Wie willst du sie überzeugen? Das überlasst mal mir. Schwierige Verhandlungen sind meine Spezialgebiete. Wenn ich Tataru daran erinnere, wie sehr Gozetsu sein Schwert liebt, wird ihr Herz schon weich werden. Habt ihr euch geeinigt? Dann bereite ich die Papiere für die Auslosung des Schwertes vor. Vielen Dank. Übrigens, wisst ihr, wohin der Samurai gegangen ist, nachdem er sein Katana verpfändet hat? Er ist ein guter Freund und ich beabsichtige ihn, es ihm zurückzugeben. Ich erinnere mich, dass er seiner Begleitung eine Portion Reisklöße kaufen wollte. Sie sind dann zusammen zum Umiko-Teehaus gegangen. Reisklöße, das ist doch was für Kinder. Langsam kommt mir doch Zweifel, ob es sich bei der Begleitung wirklich um Jutsutsu handelt. Wir werden sehen. Das Teehaus wird von einer Frau namens Ume geleitet. Fragen wir sie. Also, ab zum Teehaus. So, Yugiri, sind wir hier richtig? Wenn Gozetsu und Jutsu hier waren, wird sie sich bestimmt daran erinnern, Yugiri. Gozetsu hat sich mehr für Reiswein als für Reisklöße interessiert. Ich kann mir kaum vorstellen, wie er welche bestellt.
Ja, an die beiden erinnere ich mich. Besonders an die Frau. Sie war wunderschön und sah sehr stolz aus. Aber sie hat sich verhalten wie ein kleines Kind. Wirklich sonderbar. Sie haben davon gesprochen, über die Rubinsee zu reisen. Und als sie aufgegessen hatten, sind sie Richtung Shikase gegangen. Über die Rubinsee? Gut möglich, dass Gosetzu nach Doma wollte. Aber was war das über Jutsu? Sie hat sich wie ein kleines Kind verhalten? So langsam bekomme ich auch ich Zweifel, ob wir wirklich auf der richtigen Fährte sind. Naja, aber es tut sich ein Hoffnungsschimmer auf und wir haben noch ein bisschen Zeit, also gehen wir gleich noch die zweite Quest an. Yugiri? Yugiri ist bereit, in die Rubinsee zu segeln. Wir sollten so schnell wie möglich in die Rubinsee aufbrechen. Ob die Frau wirklich ist oder nicht, werden wir schon noch erfahren. Gut, dass Soroban uns sein Schiff angeboten hat. Treffen wir ihn und Tataru am Pier 2. So, dann mal schnell zu Pier 2. Also, Tataru, kommst du auch mit? Das Schiff ist bereit zum Ablegen. Und während wir auf euch gewartet haben, hat Soroban mir ein paar Handelsgeheimnisse verraten. Als gewiefter Krämer kann man in Kugane wirklich ein Vermögen verdienen. Okay. Alfino? Bist du soweit? Es geht wieder los. Alle See. Guido hat sich wieder auf Lauschposten bei den Galeeren begeben. Es war ganz schön eingeschüchtert. Ich glaube nicht, dass er uns wieder Probleme bereiten wird. Yugiri? Soban hat ein gutes Gespür, nicht nur als Händler. Sein seeklares Boot kommt uns sehr gelegen. Was ist ein seeklares? Okay, keine Ahnung, was seeklar bedeutet. Er liegt was an. Alle See ist auch gerade eingetroffen. Das Schiff steht bereit. Gut, dass wir Gyudo wieder auf Lauschposten geschickt haben. Er hat mich gerade mit einer neuen Information versorgt. Bei den galäischen Soldaten, die im Konsulat eingetroffen sind, handelt es sich um eine Spezialeinheit direkt aus dem Kaiserreich. Sie haben sich nicht mit den in Kugane stationierten Wachkontingenten abgegeben und keiner weiß, warum sie hier sind. Richtige Geheimniskrämer. Guido hat gemeldet, dass sie gerade eben überraschend aufgebrochen sind, und zwar in Richtung Rubinsee. Das kann doch kein Zufall sein. Bestimmt nicht. Wir müssen auf der gleichen Fährte sein wie wir. Lasst mich euch kurz erzählen, was wir von dem Pfandleiher erfahren haben. Habe ich richtig verstanden? Du hast dem Schwert mit den Mitteln des Bundes erstanden und dazu noch zum Verkaufspreis, ohne zu verhandeln? Tataru, ich schätze deine Sparsamkeit. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über Geld zu sprechen. Ich gebe dir die Quittung, dann kannst du prüfen, dass alles seine Richtigkeit hat und die Ausgaben in unseren Büchern eintragen. Preis und Steuer. Meine Güte! Das war aber wirklich nicht billig. Name, Anschrift des Verkäufers. Oh, Datum, Stempel, alles da. Gut. Aber jetzt gilt es erstmal, das wertvolle Stück so schnell wie möglich zu Gosetzu zurückzubringen. Tara, Alize, Yugiri, ihr solltet sofort aufbrechen. Du auch, Alfino. Aber wenn du zurück bist, möchte ich sofort mit dir sprechen. Ich habe da noch ein Wörtchen mit dir zu reden. Ein Wörtchen zu reden? Na gut, wir werden über alles sprechen. Ich schlage vor, dass wir zuerst zur Rubinseefestung fahren. Alle, die zur Rubinsee raus wollen, müssen dort vorbei. So, Alfino. Oh, es gibt eine neue Quest, okay. Ich weiß nicht, ob Tataru vor Wut kocht oder mir nur die Finanzen des Bundes besprechen will. Es wird sich zeigen. Wir haben jetzt eine dringende Aufgabe, die Suche nach Gozetsu und Jozutsu. Bist du bereit, Tara? Der Kampf vom Hoffnungsschimmer auf den Rubinsee beginnt. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 70 zugelassen. Falls deine Stufe höher ist, wirst du automatisch. Es geht momentan nichts Höheres, also egal.
Sprechen wir mit den Wachen. Irgendjemand muss ja etwas gesehen haben. Das klingt nicht gut. Was ist passiert? Seid ihr Reisende? Da habt ihr euch aber einen denkbar schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Ein galeisches Luftschiff ist aufgetaucht und greift das Lager der Konföderation an. Ich bezweifle, dass sie es wagen, die Seefestung anzugreifen. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr sofort nach Kugane zurückkehren. Also, eigentlich sind wir ja Alliierte mit den Konföderierten. Also, oder Konföderation? Warum heißt das? Also sollten wir denen vielleicht zur Hilfe eilen? Eine Strafaktion, weil sie Doma beigestanden haben? Warum jetzt? Da steckt mehr dahinter. Yotsuyu. Sie sind hinter Yotsuyu her. Die Konföderation hat uns im Kampf gegen die Galea immer zur Seite gestanden. Wir sollten ihnen helfen. Warte, Alize. Wir gehen. Bleib du mit Zoroban beim Boot. Bitte, jetzt ist keine Zeit für Diskussionen. Ach, dass du aber auch immer... Na gut, aber darüber sprechen wir noch. Und die zweite Frau, die mit dir nach dem Abenteuer sprechen will. Zoroban, mach das Boot bereit. Es kann sein, dass wir hier ganz schnell verschwinden müssen. Wird erledigt. Und du? Hast du etwa vor, bis zu der Insel zu schwimmen? So weit ist es nicht. Und ich bin nicht mehr so wasserscheu wie früher. Ja! Bauchplatscher. Also dann, hinterher. So, okay. Wie siegt der Galea schon einhat? Ich glaube, ich hole mir erstmal eine Verstärkung. Erbärmliche Verteidigung. Das übernehme ich. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Oh, Closer böser Mech oder was auch immer. Das ist der richtige. Da habe ich den richtigen.
So, und der letzte. Ne, das sind noch zwei. So, aber jetzt. Okay. Und das nächste Ziel. Statthalterin, wir sind hier, um euch zu helfen. Kommt, wir bringen euch heim ins Kaiserreich. Bleibt zurück, Zuyu. Herr Samurai. Herr Samurai? Was in aller Welt? Gosetsu, er lebt tatsächlich. Jetzt kommt die Kavallerie. Wir haben schon zu viel Zeit mit Gerede verschwendet. Alle Mann, Angriff! Okay, wir müssen jetzt Gosetsu retten. Und die anderen natürlich auch irgendwie. Okay, gucken wir. Ah, die fliegen gleich in die Luft mit der Selbstzerstörung. Gucken, ob wir vielleicht denen entkommen können. Nee. Auch hier hinten kriegen wir Schaden. Das ist nicht gut. Die Metallungetüme, sie fliegen gleich in die Luft. Ja, das haben sie gesagt. Yugiri, wir müssen uns nicht in die Zange nehmen lassen. Tara, lock die Maschinen hier rüber. Wo bist du denn, Yugiri? Yugiri? Wo bist du denn? Wo ist denn hier drüben? Ah, hier. Okay. Hier, ich lock euch hierher. Na toll, jetzt. Soll ich doch hier reinlocken? Das wird nix. Oh Gott. Ich werde so dermaßen in die Hose gehen. Okay, einen haben wir. Wir haben einen überlebt. Der zweite ist etwas langsamer, was die. Er könnte den zweiten Platten machen. Okay, gut, wir haben es überlebt. Das ist schon mal etwas. Ich kann ja sagen, ich habe hier viermal versucht. Ich habe bisher nicht überlebt, weil beide Explosionen gleichzeitig kamen. Oh Gott. Bitte von dem keine Selbstexplosion. Das könnte tierisch ins Auge gehen.
Ganz weit weg, ganz weit weg, ganz weit weg. Jetzt habe ich leider meinen Bahamut-Status verloren. Oder Bahamut-Meditation, wie es ja heißt. Okay. Technik meiner Ahnen! Ja, Technik deiner Ahnen? Yugiri, jetzt holst du deinen Special Move raus, oder wie? Ja, das hättest du erst mal. Dein Special Move hättest du auch ein bisschen früher holen können. Okay, ich nehme alles zurück. Da kommt schon wieder der nächsten. Sind so viele, wo soll ich sie locken? Hier hin? Die Nebelschatten sind ein altes Geheimnis meines Dorfes. Die werden einen Hälfte des Feindes ablenken, der Rest ist für dich. Wo ist denn der? Sind denn die Nebelschatten? Ja, Zaubervernichter, das ist gar nicht schlecht. So, vernichtet Zauber ist jetzt. Wobei, apropos vernichtet Zauber. Genau, wir haben ja einen verdichteten Zauber. Du bist am Leben, Gosetsu, mein guter Freund. Yugiri, meine lieben Gefährten, euch schickt der Himmel. Ihr seid wahrlich zur rechten Zeit erschienen. Das war Rettung in letzter Sekunde. Die Galea haben uns mit ihrem Luftschiff ganz schön in Bedrängnis gebracht. Als wir sahen, wen Gosetsu da im Schlepptau hat, dachten wir, die Tore der Hölle hätten sich aufgetan. Tsuyu, du brauchst keine Angst zu haben. Das sind meine Freunde. Wirklich? Das sind deine Freunde? Gosetsu, ich bin überglücklich, dich wiederzusehen. Aber kannst du uns erklären, was sie hier macht? Ja, ihr müsst gesehen haben, wie der Burgturm in sich zusammenstürzte. Aus irgendeinem Grund gab der Boden zuerst nach und wir fielen in den gefluteten Burghof. Die Strömung des Einzig riss uns mit. Ich war kaum bei Bewusstsein und dem Ertrinken nahe, bekam aber einen Balken zu fassen. Der rettete uns das Leben. Die Erinnerung ist sehr verschwommen. Wir trieben immer weiter, bis aufs Meer hinaus. Und erst auf einer Insel kam ich wieder richtig zu mir. Und sie war die ganze Zeit über bei dir? Ja, hier ins Schwertstreich hätte sie töten sollen. Aber sie trug kein gewöhnliches Gewand, sondern eins aus einer extrem starken galeischen Faser. Sie war die ganze Zeit bewusstlos. Und als sie erwachte, konnte sie sich an nichts mehr erinnern. Sie spricht und verhält sich wie ein kleines Mädchen. Ach, Blödsinn! Sie spielt uns was vor, um ihre Haut zu retten!
Das habe ich mir natürlich auch gedacht. Ich war bereit, sie zu töten. Doch das Schicksal hat es nun mal so gewollt, dass wir zusammen überleben. Ich hielt es für meine Aufgabe, sie nach Doma zurückzubringen, damit ein anderer über sie richtet. Hien. Nur König Hien hat das Recht dazu. Mir soll's recht sein. Nimm sie mit, sie ist deine Gefangene. Allerdings frage ich mich, was das für ein Gefühl ist, mit dieser Hexe über die Rubinsee zu reisen. Und dann noch dieser Kosename, Zuyu. Wir haben viel zusammen durchgemacht. Und irgendwie muss ich sie ja nennen. Und wenn du mir mehr unterstellst... Schon gut, schon gut. Ich habe ja nichts gesagt. Aber eins sage ich. Wir haben unter dieser Hexe gelitten. Und zwar nicht zu knapp. Hoffentlich hast du das nicht vergessen. Ich habe gar nichts vergessen. Gut, ich verlasse mich drauf. Jetzt hiss bitte die Segel und verlass die Insel, bevor die Galear wieder hier aufkreuzen. So, Alfino. Verlassen wir die Insel. Je weniger Leute Jujutsu zu Gesicht bekommen, desto besser. Die Treppe runter zum Bootsteg. Alesee wird das Schiff schon bereit gemacht haben. Gott, Setsu, ich bin so froh, dass du lebst. Ich habe euch aus der Ferne kämpfen sehen und wäre am liebsten gleich zu euch hingerannt. Es war nicht leicht, sie aufzuhalten. Ach was, ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Tara war ja dabei. Aber jemand anderes macht mir Sorgen. Was guckt ihr denn so? Sie mag ihr Gedächtnis verloren haben, aber bis wir bei Hien sind, werde ich sie keine Sekunde aus den Augen lassen. Das Mädchen macht mir Angst. Sind das wirklich deine Freunde? Warum sehen sie mich so böse an? Stell jetzt nicht zu viel Fragen. Wir können ihnen vertrauen, das verspreche ich dir. Wenn du das sagst, glaube ich dir. Bitte, reißt euch zusammen. Denkt an Hien. Wir dürfen ihn nicht länger warten lassen. Dann sollten wir sofort aufbrechen. Die Galea könnten immer noch in der Nähe sein. Und was, wenn sie uns mit Yotsuzuyu sehen? Ich bringe euch bis zur Küste von Isari. Dort finden wir bestimmt ein verlassenes Stück Strand, an dem ihr an Land gehen könnt. So, Soroban. Ich werde nun zurückkehren. Es gibt noch etwas, über das ich mit dir sprechen wollte. Bitte besuche mich doch bald. Eines kann ich dir schon verraten. Es geht um viel Geld. Oh, ich bin hörig. Genug Geld, um das Loch in der Kasse des Bundes zu stopfen. Tataru wird bestimmt hoch erfreut sein. Tataru? Ich glaube nicht, dass sie immer noch sauer wegen der Geschichte mit dem Schwert ist. Da müsst du sie besser kennen, Alfino. Und sie hat nicht ganz unrecht. Es geht um einen beträchtlichen Betrag. Hast du dir die Quittung überhaupt mal angesehen? Von dem Geld hätte sie dem Bund ein neues Hauptquartier leisten können. Was? Okay, das hatte ich nicht geahnt. Also gut, wenn das so ist, Tara, lass dir von Soroban die Einzelheiten besser erzählen. Besser, ich habe etwas in der Hand, bevor ich Tataru wieder unter die Augen drehte. Oh Gott. So, Hoffnungsschimmer abschließen.
So, bei Soroban kriegen wir ein neues Abenteuer. Aber bei Yugiri geht das große Abenteuer weiter. Und wir werden uns ja um das große Abenteuer kümmern. Erstmal, also Soroban kann ich später machen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Aber jetzt geht's ja erstmal nach Hien, zu Hien. Beziehungsweise erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und in der Endcut, da ist vielleicht schon die nächste Folge verlinkt, wenn ihr das hier seht. Auf alle Fälle die Playliste und ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich über einen Daumen nach oben und vielleicht einen oder anderen Like. Und jetzt muss ich mich erstmal von dieser langen Strapaze erholen, weil ich habe doch jetzt wahrscheinlich ein bisschen was weggeschnitten, was ihr nicht gesehen habt, wie oft ich da gescheitert bin, damit es für euch nicht allzu langweilig wird. Okay, wir sehen uns, hören uns und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.